Die Spiele der Heilbronner Falken versprechen derzeit schon vor dem Anpfiff eine ganz besondere Spannung. Wer steht zur Verfügung im dezimierten Kader? Das fragen sich die rund 1200 Zuschauer vor dem Match gegen die Lausitzer Füchse am Sonntagabend. Neben den verletzten Stammspielern Schitzold, Cabana und Schütz fehlen auch die Ingolstädter Förderlizenzspieler. Die Gäste hingegen sind mit vollem Kader und mit immerhin 150 Mann lautstarker Unterstützung angereist. Das Ziel ist es, Heimspielatmosphäre in der Fremde aufkommen zu lassen. Schließlich haben die Füchse in dieser Saison bislang alle Begegnungen vor heimischer Kulisse gewonnen. Gegen die Falken allerdings legt das Team aus Weißwasser alles andere als einen gelungenen Start hin. Noch ehe die Füchse richtig in Heilbronn angekommen sind, liegen sie auch schon mit 0:1 in Rückstand. Der Torschütze für die Falken ist der Spieler mit der Nummer 10, Axel Hackert. Gerade einmal 49 Sekunden sind auf der Spieluhr abgelaufen, als Luigi Calce Hackert bedient und der mit einem Backhander den Puck versenkt. Ein frühes Tor, das gibt eigentlich Sicherheit und ist die beste Grundlage für einen Sieg. Wie gesagt, eigentlich. Natürlich, mit dem frühen Tor habe ich das gut ausgesehen und dann hatten wir viel Chance gebaut. Einfach nicht die Scheibe, nicht konzentriert genug vor dem Torwärter und das hat uns das Spiel gekostet. Der Traumstart reicht also am Sonntag nicht für einen Falkenheimsieg. Und das vor allem, weil die Heilbronner Offensive nach der Führung zahlreiche Chancen vergibt, auf 2 oder sogar auf 3:0 zu erhöhen. Immer wieder müssen die Falkenanhänger mit ansehen, wie ihre Jungs an Füchse-Goalie McDonald scheitern. Die fahrlässige Chancenauswertung, das große Heilbronner Problem am Sonntag. Selbst klarste Möglichkeiten bleiben ungenutzt. Nachdem die Gäste die erste Drangperiode der Falken dann überstanden haben, zeigen sie sich auch in der Offensive und das äußerst gefährlich. Das Spiel in dieser Phase ein offener Schlagabtausch. Nun wittern die Lausitzer auf der Tribüne und auf dem Eis ihre Chance und nutzen sie auch eiskalt aus. Die Füchse in der 12. Minute im Angriff. Der Puck kommt an der blauen Linie zu Gostek und plötzlich steht's 1:1. Keine Chance für Felix Brückmann im Falkentor. Der Schuss von Gostek wird von Albrecht unhaltbar zum Ausgleich abgefälscht. Nun wird das Spiel zur Charakterfrage für den kleinen, dezimierten Falkenkader. Ja, mit Sicherheit personell ist ein Problem für uns, wenn die Förderlizenzspieler sind nicht da und dann haben wir 3 von unseren eigenen Spielern verletzt. Aber das ist keine Ausredung. Wir müssen mit diesem Kader spielen und wir versuchen weiter zu spielen. Und ich glaube, im Ganzen Großen, wir haben auch nicht schlecht gespielt. Die Gegner waren stark, wir waren stark und wir hatten ein Tor weniger wie die Gegner geschossen. Und das, obwohl sich die Falken auch im Mitteldrittel mehr als genug klarste Einschussmöglichkeiten herausspielen. Kapitän Luigi Calce findet am Sonntag ebenso keinen Weg mehr vorbei am starken McDonald im Gästetor wie das restliche Falkenteam. Teilweise herrscht sogar Belagerungszustand rund ums Füchsegehäuse. Zählbares kommt allerdings dabei nicht heraus. Am Ende immer wieder das gleiche Lied. Der Puck landet im Fanghandschuh von McDonald. Die Weißwasserfans feiern ihren Keeper zu Recht. Allerdings machen es ihm die Falken in manch Überzahlsituation auch recht einfach. Die Heilbronner Offensive schießt McDonald regelrecht warm. In der letzten Spielminute des zweiten Drittels Heilbronn dann sogar in Überzahl und mit der großen Chance nun bei 5:4 die Führung zu erzwingen. Dieser Schuss geht allerdings eindeutig nach hinten los. Weißwasser kann sich befreien und profitiert dann von einem Doppelblackout bei Heilbronn. Zunächst lässt Goalie Felix Brückmann die Scheibe ungewollt passieren und dann vertändelt Verteidiger Benedikt Brückner an der Bande den Puck und schon liegen die Falken hinten. Gostek mit dem 2:1 für die Füchse in Unterzahl. Ja, das ist immer bitter. Das ist das zweite Unterzahltor am Wochenende. Das ist schon komisch, wie das hat gespielt heute mit den jungen Torwärtern. Die Scheibe hoppt über seinen Schläger und dann die andere junge Verteidiger steht hinter der Ecke mit keinem Mann, das konnte ihm helfen, weil wir hatten zu meinem Fliegenwechsel gekommen, weil die Scheibe war ganz sicher hinter dem Tor mit dem Torwärter. Oder wir hatten gedacht, die Spieler haben meistens gedacht, dass das hinter dem Tor sicher war. Das war eine unglückliche Aktion, aber muss mich sagen, die Brookman hat sie überragend im Tor gespielt und die Benny Bruckner, die andere Jungverteidiger, das hat die Scheibe verloren in Überzahl, spielt sie absolut tops im Moment auch. Keine persönlichen Vorwürfe vom Coach also an die beiden Youngster Brückner und Brückmann. Schließlich bewahren sie die Falken in dieser Situation im letzten Drittel vor der endgültigen Entscheidung. Außer bei ihren Fehlern beim Überzahltor
zeigen die beiden Förderlizenzspieler von den Mannheimer Adlern im Match gegen die Lausitzer Füchse eine starke Partie. Dennoch, am Ende ist das Überzahltorspiel entscheidend. Und das auch, weil noch das Pech im Falkensturm hinzukommt. Das beste Beispiel der Lattentreffer von Corey Urquhart. Am Sonntag soll's einfach nicht sein. Der Ausgleichstreffer bleibt den Falken verwehrt. Urquhart ans Gebälk. So entführen die Lausitzer Füchse nach einer überzeugenden und disziplinierten Leistung gemeinsam mit ihrer feierwütigen Anhängerschaft nicht unverdient die Punkte aus Heilbronn. Heute war es über weite Strecken so, wie es mir vorgestellt oder wie ich es mir vorstelle. Und wir hatten hinten raus natürlich noch ein bisschen Problemchen gehabt. Die letzten 5 Minuten hat Heilbronn sehr viel Druck gemacht, waren sehr nah am Ausgleich. Wir haben es über die Zeit gerettet mit Glück und Geschick. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden, natürlich mit 3 Punkten nach Hause zu fahren, ist schon perfekt. Bereits am Dienstag müssen die enttäuschten Falken wieder ran. Dann im Pokal gegen den Erzrivalen, die Steelers aus Bietigheim. Wer da allerdings aufläuft, ist noch nicht klar. Denn die Personalsituation bei Heilbronn spitzt sich sogar noch weiter zu. Volles Kader würden wir mit Sicherheit nicht haben. Weil die verletzten Spieler werden mit guter Wahrscheinlichkeit immer noch verletzt. Und wir verlieren 4 Spieler zu dem U20-Nationalkader. So, wir würden vielleicht mit 4 oder 5 Jungadler-Spielern spielen. Aber trotzdem, das ist ein Pokal und ein Derby und wir versuchen alles zu geben.